fuck, scheiße. Kennt ihr das? Es ist das Schlimmste eingetreten, was euch in der Woche passieren konnte. Ihr habt eine Trainingseinheit verpasst. Und nicht nur irgendeine Trainingseinheit, ausgerechnet Bizeps und Trizeps. Die Arme. Wir alle kennen das, wenn wir mal einen Splitplan nicht mehr richtig verfolgen können. Es kam was dazwischen, wir haben gesagt, okay, komm, dann trainieren wir morgen. Und am nächsten Tag kommt wieder was dazwischen und bumm. Jetzt stehen wir vor der Entscheidung eures Lebens. Lassen wir etwa die nächste Trainingseinheit, die dran gewähren wäre, sausen. Beine, Rücken, Brust. Damit wir danach wieder in unseren Splitplan reinkommen. Oder versetzen wir alles. Aber dafür wird jede Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen, weil ihr ja ganze 2 Tage mehr pausieren musstet. Und all eure Gains von den letzten Jahren sind dahin. Kennt ihr das? Ich wette, ihr habt schon oft daran gedacht. Ich muss zugeben, ich auch. Immer wieder Kopfkrieg. Jetzt zeige ich euch eine Methode, die ihr genau für so einen Fall benutzen könnt. Ein 5-Minuten-Training. 5-Minuten-Training, dann wird jetzt so manch einer von euch denken, ja gut, wenn man so ein Lappen ist wie du, Gotti, dann kann man damit vielleicht noch voll Erfolge machen, aber ich bin schon ziemlich fortgeschritten und kräftig, damit werde ich keinen Erfolg erzielen. Aber, und jetzt kommt es eben, ich zeige euch bei dem 5-Minuten-Training nicht irgendein Training, das nur für Leute sind, die nur 5 Minuten trainieren müssen, um noch was aufzubauen, für all die Lauchs und Lappens da draußen, nein, sondern für jedermann. Selbst ein Kevin Gebhardt kann damit einen Reiz setzen. Vielleicht sorgt der Reiz nicht immer dafür, dass der Muskel wächst, aber zumindest, dass er sich hält. Und genau das ist euch auch wichtig, oder? Ihr wollt ja nichts verlieren. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Aber ihr könnt auch einen einmaligen Reiz damit setzen. Erst recht, wenn ihr das nicht immer macht. Und hier kommt schon das Entscheidende. Denkt jetzt nicht, ach, wenn nur 5 Minuten reichen und wenn man damit einen Reiz setzen kann, dann kann ich ja immer 5 Minuten trainieren. Nein. Das profitiert, ihr profitiert hier davon bei dieser Methode, dass euer Körper das nicht gewohnt ist. Nicht so zu trainieren, denn das ist im Prinzip ein riesen intensiver Satz, den ihr jetzt macht und euch damit auslaugt. Das funktioniert einmal, macht ihr das aber nur noch so, das Training, ist es, glaube ich, nicht optimal. Aber auch das, wer weiß, vielleicht mag es da draußen genug Leute geben, die damit auch wachsen. Und ja, auch da wieder, die Trainingsanfänger werden damit vielleicht sogar 1, vielleicht sogar 2 Jahre Erfolge erzielen und brauchen das 5-Minuten-Training. Ich weiß, ist ein bisschen desillusionierend. Ihr müsst also nicht 2 Stunden im Studio sein und jedes Gerät einmal benutzt haben. Dutzende von Sätzen aneinander rein ist nicht nötig. Mike Mentzer hat das bereits schon in den 70ern und 80ern bewiesen mit seinem Heavy-Duty-Training. Und seitdem gibt es eine ganze Menge Trainingsgurus da draußen, die euch gezeigt haben, wie man einen Satz anders gestalten kann und sehr intensiv. Mit Supersätzen, mit Dropsätzen, Pausensätzen. Ihr kennt das vielleicht vom Myokalypse-Training oder auch von großen Pausensätzen wie dem Pitforce-Training. All das könnt ihr machen, um in kurzer Zeit trotzdem einen Reiz zu setzen. Was ich heute mache, ist ein Armtraining. Ich zeige euch das 5-Minuten Arm-Workout. Und diese Serie wird auch noch weitergehen. Dann zeige ich euch mehr dazu. Jetzt wurde nur ein bisschen viel dazu gequatscht. Also, ich will den Trizeps und den Bizeps trainieren. Jetzt 5 Minuten Bizeps-Workout. Damit fangen wir an. Dazu nehme ich mir ein Gewicht, mit dem ich sonst so um die 10 bis 12 Wiederholungen machen kann. Ja, ungefähr. Ich muss mich nicht großartig aufwärmen, das könnt ihr machen. Ihr könnt das mit Kurzhanteln machen, denn hier geht es auch darum, dass ihr vielleicht ein Heimtraining habt und das zu Hause machen müsst, gar nicht ins Studio kommt. Ihr könnt das mit Kurzhanteln machen, ihr könnt das aber auch mit einem Widerstandsband machen. Hauptsache, ihr schafft damit so 10, 12 Wiederholungen. Und was ich jetzt mache ist, ich mache 50 Wiederholungen in der kürzesten Zeit, die möglich ist. Die ersten 13 sind gemacht. Ich ruhe mich ein bisschen aus, halte sie aber in der Hand. Und jetzt noch ein paar dahinter, komm. Ugh.
Ihr dürft ruhig zwischendurch ein paar Wiederholungen mal machen mit Schwung. Habt ihr gerade gesehen, ich habe nur ein paar Sekunden Pausen gelassen, habe noch mal ein paar mit Schwung geholt. Oben abgefangen, langsam runterlassen. Versucht einfach nur euren Bizeps den Krieg zu erklären. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht um die strikte Einhaltung von Pausenzeiten, Sekunden, Minuten zählen, Wiederholungen. Nein, in kurzer Zeit viel machen. Ich bin mal hintergespannt, wie viel das ist. Ob es wirklich 5 Minuten sind. So, 17 Wiederholungen habe ich. Ein bisschen ausgeruht und weiter. Und jetzt werde ich etwas machen. Ich werde jetzt ein bisschen switchen. Ich werde jetzt die Arme einzeln trainieren, abwechselnd. Dadurch ruht sich ein Arm immer ein paar Sekunden aus, 2 Sekunden vielleicht. Und addiere nochmal. Da nicht vergessen, links und rechts sind nicht 2 Wiederholungen, links und rechts sind jeweils nur 1. Bei 24 bin ich. Weiter geht's. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 31. Pump merkt man schon deutlich. 19 Wiederholungen zähle ich jetzt runter. 19 Wiederholungen muss ich nur noch machen. Gekommen. 10 habe ich nur noch übrig. Puh. Fuck Plastic Bottles. So, 10 nur noch. Denkt dran, ihr könntet euch jetzt 2-3 Minuten ausruhen und würdet die dann auf einmal schaffen. Aber wir wollen es in der kürzesten Zeit insgesamt schaffen. Das ist der Challenge. Selbst wenn ihr nur noch 3 danach schafft, dann macht ihr wieder Pause. 10. 9. 4 und 3 und 2 und 3. Nicht vergessen, die 0 braucht ihr nicht. Okay,
Zeit stoppen. Das ist ein 5-Minuten-Training. Und glaubt mir, egal wie dick euer Bizeps ist, mit dem Training werdet ihr ihn zumindest halten, weil er weiß, er wird gebraucht. Dann könnt ihr das schon mal in der Woche skippen. Jetzt könnt ihr euch 5 Minuten Zeit gönnen und den Trizeps hinterher machen. Oder wenn der an einem anderen Tag dran ist, natürlich auch den. Die 5-Minuten-Serie wird weitergehen. Wenn ihr davon kein Video verpassen wollt, abonnieren. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr solcher Tipps haben wollt, lobt mich. Und ansonsten schaut euch mal auf dem Kanal um, da gibt es noch eine ganze Menge anderes. Das war's von mir. Ich genieße jetzt meinen Bizeps-Pump. Mindestens 5 Minuten vor dem Spiegel noch. Ihr seht, es lohnt sich. Bis bald, euer Gotti.